Hello, my people. It's another haul time. Yay! You can see me, but here I am. Hello! Hallo, liebe Leute. Ich gehe jetzt nach hinten, weil wenn ich hinten bin, ich habe das nämlich jetzt umgestellt, sollte man mich sehen. Na, überhaupt nicht. Man sieht den Kopf ja nicht. Okay. Here I am. Hello, people. Wir machen einen neuen Haul. Und das ist the first outfit. Und zwar ist es Jena Tricot. My favorite brand. Ich habe nicht gewusst, dass Jena Tricot nach Österreich liefert. Ich habe es immer gekauft, wie ich in Schweden war. Und finally, you can buy it auch hier. Super, super nice. Das ist jetzt viel von der Collection, wo Bianca Ingrosso Front Person war. Aber isn't it gorgeous? It's so beautiful. Ich mache es jetzt ein bisschen runter. Seht ihr das? So schön, oder? Wunder, wunderschön. It's so gorgeous. Und das sind die Schuhe. Die Schuhe sind aber von Zara. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr die Schuhe jetzt? Ich muss vielleicht noch... Ich mache mal noch ein bisschen runter. Da, jetzt seht ihr, glaube ich, die Schuhe ziemlich gut. Das sind die Schuhe. Ich weiß, es sind jetzt noch überall diese Sachen überall drauf. Das schneide ich später runter. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt. Aber... Gorgeous, oder? Ich finde die Schuhe auch richtig, richtig cool. Richtig nice. Pretty, oder? Ist auch ein cooles Outfit. Sehr, sehr cool. Two people, I'm back. Ich hatte keine Lippen oben. Ich habe voll die Lippen vergessen. Aber, was sagen wir? Ist es nicht cool? Ich fühle mich so cool. Und ihr müsst bitte, wenn ihr meine Fashion Hauls immer guckt, könnt ihr mir bitte super gerne wissen lassen, ob ihr die Perspektive besser findet. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht recht praktischer, wenn ich mal ein bisschen weiter weg bin. Da seht ihr ein bisschen mehr. Also ich glaube, ich finde es besser. Aber ich werde es dann beim Schneiden noch sehen. Aber it's so cool. Ich finde es so cool. Oh, ich bin im Schwärmen. Yay, it's so nice. Okay, machen wir weiter. So, my people, that's the next outfit. Und wir haben hier ein bisschen ein Problem. Nee, der ist nicht groß. Ich krieg den über Arsch nicht zu. Ich habe einfach zu viel Eis schon gegessen. I'm sorry. Also den hätte ich definitiv. Ich habe den in 36 und 36 ist für mich definitiv zu klein. Also ich hätte schöne... eine 38 gebraucht. Aber das Hemd, super, super cool. Finde ich richtig, richtig cool. Das Top finde ich auch sehr schön. Im Top würde ich fast sagen, hätte fast die 34 gut getan. Weil es halt wirklich sehr groß ist. Ich meine, jetzt nicht super, super groß. Aber ich habe halt so wenig Oberweite. Das heißt, es wird dann oft hier oben. Und ich bin hier oben generell sehr, sehr, sehr klein. Das heißt, da wäre es wahrscheinlich einfach besser gewesen, wenn ich da die 34 genommen hätte. Ich habe jetzt überall die 36 genommen. Ich bin unüberlegt. Aber jetzt zeige ich euch mal. Ich habe auch von Zara wieder ein paar Schuhe. Der Skirt ist very, very short. Das muss man auch mögen. Ich finde es an und für sich recht cool. Nur, naja, also entweder nehme ich ab oder keine Ahnung, was mit dem passiert. Ich muss jetzt noch ein bisschen weiter runtergehen. So, und das sind dieselben Schuhe, die ich vorhin in grün hatte, nur sind die jetzt in pink. Sind die nicht nice? Die sind super, super pretty. Wenn ich übrigens sehr, sehr viel so Punkte und sowas habe, erstens, ich war im Wald, ich musste im Wald drehen und ich wurde von 100.000 Sachen gestochen. Ich glaube, ich habe so 50 Stiche, sogar einen Zeck habe ich hinten am Rücken gehabt. Also ich hoffe, ich finde nicht noch einen, aber... Amazing, ich liebe das Outfit auch. Grün und Pink ist einfach so schön. Das ist dieses Jahr einfach die Sommerkombination. Pink und Green, so, so, so nice. Amazing, liebe das Outfit. Ich empfehle, ich finde halt alles ist so schön. Alles ist super schön. Aber die Schuhe, wie gesagt, sind von Zara und der Rest ist Jena Tricot. Next Outfit, I love it. It's so, 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 so nice. So angenehm. Das Einzige ist, auch hier hätte ich vielleicht die 34 vertragen. Es ist ein bisschen locker. Aber mit dem anderen BH, der ist halt null Push-Up. Also, wenn wir ein Push-Up nehmen, dann geht das schon. Aber it's so pretty, oder? Was sagt ihr? Ich finde es so, so schön. Der Rock, es ist so angenehm. Es sieht so gut aus und es ist so angenehm. I love it. Ah, und dann einfach so einen Schlitz. Ja, weil das wird hier eben so gebunden. It's gorgeous.
Gorgeous, ich lieb's, ich find's so toll. Dann haben wir hier dieselben Schuhe, nur in dem klassischen durchsichtigen. Die sind ja generell sehr, sehr modern, super, super cute. Was soll ich dazu sagen? Ein Hit, ein Hit, ein Hit! Wir bekommen dich noch mit Face, my friends. Wunderschön, oder? So gorgeous. I love it. It's amazing. I'm broke, but I'm gonna look fabulous, my people. Jetzt habe ich es begriffen. So gehört das Kleid, glaube ich. Definitiv mit einem anderen BH, vielleicht sogar mit gar keinem. Aber very pretty. I'm gonna go on the floor. Ich meine, es ist sehr körperanliegend, also es ist wirklich super, super tight, aber ich finde es eigentlich recht schön. The shoes to the fabulous dress sind auch von Zara. Ich finde die auch schön. Ich finde, die haben was. Auch so angenehmer Stöckel und so, also ich finde die recht nett, ne? Finde ich, kann man schon machen. Das Kleid finde ich hat auch eine angenehme Länge. Es ist so ein, wie soll man dazu sagen, so ein Bikini-Material hat das Kleid, aber es ist sehr, sehr angenehm, also auch sehr, sehr bequem. Ja, nee, doch, kann man machen, doch, ich finde es schön. Oh my gosh, this is so pretty. So süß, also für die Arbeit oder so, voll, voll schön. Gibt's ja das? Okay, ich zeig's mir ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt von Zara übrigens. Das war, glaube ich, im Sale, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, jetzt sind wir zu weit unten. Aber das ist jetzt hier mal die Länge übrigens. Also das ist jetzt mal die Länge. Da seht ihr es auch. Seht ihr die Schuhe? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja, ihr seht die Schuhe. Sehr, sehr hübsch. Es geht hier so rein. Ich finde den Schnitt wunderschön. Super, super. Finde ich, ist auch so ein schönes Arbeitskleid. Also ich würde vielleicht oben eine Sicherheitsnadel befestigen. Weil sonst macht sie vielleicht gewissen Kollegen eine Freude oder seid dann unangenehm berührt, weil es ist halt sehr, sehr open hier. Aber it's so pretty. Ach, ich liebe es, wenn ich toll einkaufe. Das ist doch ein schönes Gefühl. Extremst schön, wunderschön, toll. Very, very pretty, yes. Love it. Finde auch die Länge angenehm. Ist jetzt nicht zu kurz. Also ja, super. Angenehm. Luftig ist es auch. Also man glaubt gar nicht, aber es ist recht luftig. Das will ich definitiv im Sommer benutzen. So pretty. Yes! So, my people. Hier, das gehört eigentlich nicht so oben. Aber ich fand das so cool da oben. Das heißt, wir haben das jetzt so gelassen. Da ist übrigens ein ziemlich hoher Schlitz bei dem Rock. Ich finde den Rock sehr, sehr schön. Er ist ziemlich eng. Also es ist jetzt kein so fluffy Rock, er ist auch ziemlich schwer, also es ist auch mehr so Bikini-Material, würde ich jetzt dazu sagen. Aber it's very, very pretty, oder? Ich finde schon sehr, sehr schön. Ja, it's gorgeous! Und die Schuhe, das ist jetzt wieder übrigens alles Wiener Trikot. Jetzt zeige ich euch hier meine ganze Unordnung, aber das sind einmal die Schuhe, die ich jetzt übrigens bemerkt habe, dass ich sie total falsch gebunden habe. Die muss man halt schöner binden. Dazu bin ich jetzt nicht gekommen. Ich bin es gar nicht gewohnt, so unhohe Schuhe zu haben. Aber für die Arbeit finde ich es cool. Und wenn man sie eben cool bindet, jetzt sind sie überhaupt nicht cool gebunden. Aber ich finde die eigentlich nicht so schlecht, oder? What's your opinion? Let me know. Aber sehr, sehr schön, das Outfit. Da habe ich jetzt, ich lasse jetzt den Rock einfach an, weil wir haben jetzt keine Unterteile mehr, sondern das sind wir jetzt schon fertig. So, das ist das Top von Zara. Ich finde es nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Plus übrigens habe ich jetzt schon bemerkt, an diesen Dingern bleiben die Haare hängen. Also vielleicht die Haare hochgeben, wenn man das trägt. Ja, es ist kein Wow-Moment. Ich finde es schön und so, aber es ist... Ich habe mir was, ich weiß nicht, ich hatte höhere Erwartungen irgendwie. Aber, ja, nee, aber passt. So, die Schuhe zeige ich euch noch. Und zwar, die Schuhe sind super, super cool. Die sind von Zara, finde ich richtig, richtig nice. So, jetzt habt ihr gleich einen Macho-Einsatz. Oder auch nicht. Ja, geht vorbei. Und ich finde die Schuhe sehr, sehr cool. Ich habe einfach so neue Sportschuhe, also Sportschuhe, aber halt so Sneaker gebraucht. Ich finde die richtig cool. Basic, aber trotzdem cool. Finde ich nice. Ist halt einfach nur nice. Das habe ich gebraucht und
Super, jetzt machen wir weiter. So, people, das ist das nächste Top. Das habe ich definitiv im Sale gekauft. Und es ist definitiv nicht für jetzt, für die Jahreszeit. Ich finde es aber eigentlich irgendwie cool. Irgendwie hat es was. So, also ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Aber definitiv ein Top, das ich erst im, naja, ich weiß nicht, Ende September, Oktober sowas. Weil sonst schwitze ich mich da kaputt. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Es ist so, so heavy. Es fühlt sich sehr luxurious an. Ich finde es sehr, sehr hübsch. I like it. It's pretty. Yes. Love it. Aber es ist sehr, sehr speziell. Aber es passt zu mir. Ich bin speziell. Das ist irgendwie cool. Das ist irgendwie sehr, sehr cool. Vor allem hier bist du natürlich extrem dünn, wenn es hier so riesig ist. Das ist immer sehr vorteilhaft. Sehr, sehr pretty, oder? Was sagt sie, wenn ich so komme? Hello, people. Gonna represent my new shirt. Blouse. Gorgeous. Okay, nächstes. So, das ist das nächste Top. Was sagen wir dazu? Ich finde es cute. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ohne BH tragen will. Es könnte schon sein, dass da was durchguckt, aber ich finde es eigentlich very, very cute. Ja, süß, süß. Fühlt sich auch sehr qualitativ an. Das ist auch so ein bisschen 70er Jahre, gell? Gefällt mir. Ja, ist schön, ist schön. Ist wieder Jena Trikot. Das ist natürlich alles nur noch Jena Trikot. Eins haben wir noch und dann ist schon wieder fertig. Aber ziehen wir noch das letzte an. So, my friends. Da habe ich jetzt so ein, jetzt können wir fast sogar als Nachthemd, könnte man das anziehen. Also ihr seht es hier von der Länge. Ich würde es jetzt persönlich eben nicht so, ich würde es vielleicht irgendwie so. Ich liebe es so, diese Blusen, Hemden, wie auch immer, die so zusammenzubinden. Ich finde, das wird dann immer so schön. Ja, wunderschön. Super, super angenehm. Es fühlt sich alles von Nina und auch von Zara. Aber Zara finde ich halt sehr, sehr teuer persönlich. Es fühlt sich alles super, super hochwertig an. Amazing. Richtig angenehm, richtig, fühlt sich richtig toll an. Aber wie gesagt, das sieht toll aus mit diesem Ding da. Aber wie gesagt, ich bin super, super, ich liebe ja Jena. Ich habe schon urviel von Jena und so auch gekauft. Ich liebe, also Jena Trikot, amazing. Aber auch diese neuen Sachen sind richtig, richtig cool, richtig toll. Ich bin richtig, richtig begeistert. I love it, it's amazing, ja. Yeah. Und ich werde definitiv wieder mal einen Jena Trikot-Haul machen. Aber ich glaube, ich muss jetzt sagen, ich glaube, wir sind für den Sommer jetzt ausgestattet. Ich glaube, ich habe genug Sommer-Shopping gemacht. Wir können dann im Herbst können wir wieder Shopping machen, aber jetzt können wir mal ein bisschen runterkommen mit dem Sommer-Shopping. Ich bin, denke ich, jetzt fertig. Aber wunderschön. Sehr, sehr, sehr hübsch. Ah, das wollte ich euch noch sagen. Und zwar deshalb, ich habe schon vermutet, dass ich dieses Top mag mich nicht, ich mag das Top irgendwie auch nicht. Und zwar, da ist so ein Steinchen, ist da schon rausgeflogen, am ersten Mal ausziehen. Ich muss mal gucken, vielleicht muss man die so ein bisschen mehr zumachen. Also ihr seht, die sind halt so da oben so befestigt und das ist hier rausgerutscht. Ich meine, zum Glück habe ich es gesehen, aber es ist halt natürlich wirklich, wirklich blöd. Ich muss mir das dann anschauen, ob man das irgendwie wieder zurückbefestigen kann. Ich glaube zwar schon, aber einfach blöd. Sowas gleich nach dem ersten Mal finde ich einfach ziemlich, ziemlich blöd. Das wollte ich euch nur dazu sagen. Also das Top würde ich euch, das ist das, was mich eigentlich, beziehungsweise das ist das Einzige, was mich eigentlich enttäuscht hat von diesem Haul. Ich werde es definitiv behalten, aber es hat mich etwas enttäuscht, definitiv. Habe ich das schwarz? Nee, habe ich eh nicht. Aber sonst war es ein Riesenerfolg. Wieder ein super, super toller Haul. Ich fand es wieder amazing. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich würde jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ihr überhört ja mehr das Video. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das kann man natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da und kommentieren alles. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!